Das Kraftmax BC4000 Pro ist ein Ladegerät für Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Akkus in den Größen AA und AAA. Andere Akkus werden nicht unterstützt. Die einzelnen Ladeschächte operieren unabhängig voneinander. So kann zum Beispiel in jedem Schacht ein unterschiedlicher Akku mit einem unterschiedlichen Programm in einer unterschiedlichen Stromstärke geladen oder entladen werden. Die auswählbaren Ladeströme sind in Stärken 200, 500, 700 und 1000 mA einstellbar und ist der Ladevorgang beendet, stellt das Gerät auf eine Erhaltungsladung um. Am Ladegerät befinden sich insgesamt 7 Tasten. 4 davon sind für die Auswahl der einzelnen Ladeschächte zuständig, die anderen 3 sind zur Auswahl der Stromstärke, Einstellen des jeweiligen Funktionsmodus und Anzeige der Parameter auf dem LC-Display, welches bedauerlicherweise nicht beleuchtet ist. Insgesamt bietet das BC4000 Pro 4 Betriebsmodi. Im Lademodus wird standardmäßig eine Zelle mit 200 mA geladen. Der Ladestrom kann jedoch mittels Current-Taste bis 1000 mA erhöht werden. Zu beachten ist, dass nicht jeder Akkutyp für eine Schnellladung mit höheren Strömen geeignet ist. Im Entlademodus wird eine Zelle zuerst entladen und danach geladen. Dies hilft besonders bei älteren Akkutypen, um einem Memory-Effekt vorzubeugen. Der Entladestrom ist hier immer halb so groß wie der ausgewählte Ladestrom. Modus Nummer 3, der Refresh-Modus, eignet sich zur Wiederherstellung der optimalen Kapazität älterer oder länger nicht gebrauchter Zellen. Hier führt das Gerät so viele Lade- und Entladevorgänge durch, bis keine Kapazitätszunahme mehr messbar ist. Dieser Vorgang kann durchaus mehrere Tage dauern. Der letzte Modus, genannt Testmodus, ermittelt die Kapazität einer Zelle. Der Akku wird dabei zuerst geladen, danach entladen und zum Schluss wieder geladen. Am Ende ist die Kapazität der Zelle am Display zu sehen. In den einzelnen Modi kann man mittels Display-Taste folgende Parameter einsehen: Lade-Entladestrom, abgelaufene Zeit, aktuelle Spannung und geladene Kapazität. An der Rückseite des Ladegeräts befindet sich außerdem ein USB-Anschluss, der Zubehör wie Smartphones mit bis zu 1 Ampere laden kann. Bei meiner bisherigen Benutzung des BC4000 Pro sind mir folgende Punkte aufgefallen. Es ist klein, handlich und gut verarbeitet. Jede Taste, jeder Ein- und Ausgang ist groß beschriftet. Die beigelegte Bedienungsanleitung ist sehr klein geschrieben, aber man kann sie auch online herunterladen. Teilweise lassen sich die Akkus etwas schwer einlegen oder herausnehmen, insbesondere AAA-Akkus. Wenn Akkus richtig tief entladen sind, werden sie vom Ladegerät nicht erkannt. Zusammenfassend kann ich für das Kraftmax BC4000 Pro eine klare Kaufempfehlung, vor allem in Kombination mit Eneloop-Akkus, abgeben.